Hallo und herzlich willkommen, liebe Fahrradfreunde, zu diesem Video von zweiradkraft.com. Heute wollen wir uns den Trixi Medium Hundeanhänger im Detail anschauen. Viel Spaß dabei! So, wir sehen jetzt hier den Trixi Medium Hundeanhänger von der Seite. Ich habe ihn jetzt mal hier auf den Tisch gehoben, damit das ein bisschen einfacher funktioniert. Seitlich sehen wir hier schon die luftbereiften Räder mit den seitlichen Reflektoren, damit man besser sichtbar ist in der Dämmerung. Diese Räder sollte man nicht allzu fest aufpumpen, denn so kann man wenigstens ein bisschen bessere Federleistung erzielen, denn Federung hat der Trixi Hundeanhänger ja nicht verbaut. Die Räder sind übrigens dann ganz einfach mit einem Klick vom Gehäuse des Anhängers zu trennen, das heißt, der Anhänger ist extrem schnell faltbar. Wir sehen hier auch schon die mitgelieferte Wimpel, die ich bereits vormontiert habe, und seitlich sehen wir dann auch schon diese Fenster. Das sind jetzt einfach nur Netze, die schützen vor Fliegen und Moskitos, und der Hund hat im Anhänger drinnen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Belüftung. Denn dieses seitliche Fenster gibt es dann natürlich auch auf der anderen Seite, und auch vorne beim Einstieg sehen wir, hier gibt es diesen Regenschutz, aber drunter wiederum nur dieses Netz, damit der Hund eine bessere Belüftung hat. Der Einstieg vorne ist wirklich sehr groß gestaltet, sodass der Hund hier wirklich schnell in den Anhänger reinhüpfen kann. Auch vorne sehen wir übrigens dann wieder zwei Reflektoren, damit man besser sichtbar ist. Oben gibt es dann noch dieses Cabrio-Verdeck. Auch hier sehen wir, das kann man schließen gegen Regen, wobei bei Starkregen das nicht wirklich dicht ist. Drunter sehen wir dann wieder das Netz, und man kann es auch bei Bedarf komplett öffnen, sodass der Hund auch oben rausgucken kann. Das Material ist aus Polyester, ist unserer Meinung nach pflegeleicht und trocknet schnell. Der Anhänger selber ist aus Aluminium gefertigt, das heißt, er ist verhältnismäßig leicht und trotzdem stabil. Auf den ersten Fahrten haben wir da jetzt einen wirklich guten Eindruck gewonnen. So, seitlich sehen wir eben auch noch hier ein kleines Täschchen. Da hat zwar nicht viel Platz, vielleicht ein paar Leckerlis oder Werkzeug. Ansonsten bietet der Anhänger aber keinen weiteren Stauraum. So, dann schauen wir uns das Ganze von hinten an. Da sehen wir jetzt den Einstieg von hinten. Auch hier haben wir wieder dieses Netz, damit der Hund eine gute Belüftung hat. Und ein relativ großer Einstieg, sodass da mit dem Einsteigen kein Problem geben sollte. So, dann schauen wir drinnen, sieht man, dass ein kleiner Hund oder mittelgroßer Hund da wirklich sehr, sehr viel bzw. ausreichend Platz hat. Hier gibt es auch übrigens diese kurze Leine, mit der man den Hund befestigen kann, und die weiche gepolsterte Bodenmatte, die man übrigens auch zum Waschen herausnehmen kann, die ist hier am Boden befestigt mit Klettverschluss an den Enden. Wie lange das dann tatsächlich bei Vielfahrern und häufigen Fahrten hält, ist die andere Frage. Aber ich denke, das kann man relativ schnell austauschen bzw. sich behelfen mit neuen Klettverschlüssen oder einem doppelseitigen Klebeband, das wir auch schon versucht haben. Auch das hat gut funktioniert. So, dann schauen wir auf die andere Seite. Selbes Bild, wieder das Fenster hier, wo der Hund gut hinaussieht und wo er eine gute Belüftung hat. Auch hier wieder diese kleine Seitentasche, und von vorne sehen wir jetzt den Anhänger nochmal. Da zeige ich euch jetzt, wie das Ganze von unten ausschaut. Denn ich habe jetzt hier die Deichsel erstmal nach hinten geklappt. Da sieht man auch schon die mitgelieferte Kupplung. Da ist eine inkludiert in der Standardlieferung. Die Deichsel kann man dann ganz einfach nach vorne klappen und dann mit diesem Bolzen fixieren, und schon kann man den Anhänger dann am Fahrrad befestigen. Wir würden auf jeden Fall eine zweite Kupplung übrigens mitbestellen, denn das ist wesentlich praktischer und kostet auch, soweit wir das jetzt im Kopf haben, eine Zweitkupplung kostet aktuell nur ca. 5 Euro. Ja, also was gibt es zu sagen? Vorteile sind auf jeden Fall der rasche, schnelle Aufbau. Der Anhänger kommt ja schon teilmontiert. Das ist wirklich für jeden Laien, sage ich jetzt mal, in 15 Minuten erledigt. Das Material ist pflegeleicht, macht einen guten Eindruck. Die Nähte hier sind sauber verarbeitet. Der Anhänger ist stabil und robust. Einziges Manko
unsererseits ist auf jeden Fall, dass der Jogger-Umbausatz nicht mitgeliefert wird. Das muss als Zubehör dazu gekauft werden. Eine zweite Kupplung wäre vielleicht noch wünschenswert. Und ja, ansonsten sollte man vielleicht noch erwähnen, dass am Anfang, wenn man den Anhänger aus der Verpackung nimmt, da ein relativ intensiver Plastikgeruch zu vernehmen ist. Der ist bei uns dann aber so nach 1 bis 2 Wochen verflogen. Aber so viel sei dazu gesagt, denn das ist auch immer wieder eine Frage, die uns gestellt wird, ob das normal sei. So, ihr seht jetzt hier den Anhänger nochmal, ihr könnt euch nochmal einen Eindruck machen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses kurze Video eine kleine Hilfe ist, damit ihr euch entscheiden könnt, ob der Trixi Hundeanhänger für euch das richtige Modell ist. Wir sind auf jeden Fall jetzt in den ersten Wochen ganz zufrieden damit. Der Anhänger macht einen guten Eindruck. Und abgesehen von jetzt wirklich holprigen Straßen, wo der Anhänger ein bisschen klappert, gibt es von unserer Seite nichts zu meckern. Der Anhänger ist übrigens in 3 Größen verfügbar, Small, wie dieser hier jetzt in Medium und Large. Das heißt, eigentlich sollte für jeden was mit dabei sein. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß damit, wenn ihr euch den Anhänger zulegt. Und vor allen Dingen eine sichere und gute Fahrt und bis zum nächsten Video. Tschüss!